die ehemaligen Bundesliga-Profis Jerdan Shaqiri und Granit Xhaka in Reihen der Schweizer Nationalelf für Doppeladlerjubel entschuldigt. Sie hatten bei der WM 2018 im Gruppenspiel gegen Serbien 2:1 damit für Aufsehen gesorgt. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Ich wäre blöd, wenn ich das nochmals machen würde, sagte der Ex-Gladbacher Xhaka auf einer Pressekonferenz vor dem Nations League-Spiel gegen Island am Samstag. Wir haben das besprochen mit der Mannschaft, dem Coach, dem Verband, dass das in Zukunft nicht wieder vorkommen wird. Jerdan Shaqiri, Doppeladlerjubel wird nicht wieder vorkommen und Liverpool-Neuzugang Shaqiri ergänzte, klar entschuldige ich mich. Falls sich Leute angegriffen fühlten, die das Spiel in den Bergen schauten. Der Schweizer Verband und die Nationalmannschaft haben in letzter Zeit enorm an Kredit verloren, da die Doppeladler-Affäre schwach gehandhabt wurde. Zwischenzeitlich trat auch Generalsekretär Alex Mistscheyer zurück. Hintergrund war der Sieg in der WM-Gruppenphase gegen Serbien, als die kosovarisch-stämmigen Torschützen Granit Xhaka und Shaqiri beim Jubel die provozierenden Geste zeigten. Anschließend wurden beide Spieler von der FIFA mit Geldstrafen belegt. Kapitän Stefan Lichtsteiner bekam ebenfalls eine Strafe, da er sich beim Torjubel mit seinen Mitspielern solidarisiert hatte. Mehr zur Schweizer Nationalmannschaft und Jerdan Shaqiri.